Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dr. Götz Niemanski. Ich bin der Mannschaftsarzt von Werder Bremen und ich leite das Sport-Hep im Weserstadion. Und wenn Sie etwas mehr über meine Tätigkeit und über mich erfahren wollen, dann schalten Sie einfach ein. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder reinschauen bei Werder TV. Hier erstmal unsere Übersicht. Projekt 100 Schulen, 100 Vereine. Werder-Delegation im Schulzentrum Sittensen. Jugendvergleichskampf, der Nachwuchs aus den Abteilungen. Das Werder Sport-Hab, Dr. Niemanski, führt uns durch das Physiotherapiezentrum. Nostalgie, das Werder-Museum im Weserstadion, vorgestellt von Joachim Wallenhorst. Prominente im Geschwindigkeitsrausch, Radrennen für den guten Zweck. Unser Studiogast ist der Mannschaftsarzt Dr. Niemanski, also bitte die Fernbedienung weglegen. Zu unserem Studiogast, meine Damen und Herren. Er ist ein Mann, der gewöhnlich nicht so im Rampenlicht steht. Trotz alledem tragen er und sein Team gehörig dazu bei, dass die Profifußballer des SV Werder Bremen samstags oder sonntags auf dem Platz stehen und die nötigen Erfolge einfahren können. Er ist nicht nur der Leiter der Sport-Tabs hier in Bremen, sondern er ist auch der Mannschaftsarzt des SV Werder Bremens. Herzlich willkommen, Dr. Götz Niemanski. Danke für die Einladung. Herr Niemanski, das freut uns natürlich sehr, dass Sie hier sind. Part 1, wie sind Sie zu den Posten Mannschaftsarzt gekommen? Also stellvertretender Mannschaftsarzt war ich ja seit Beginn meiner Tätigkeit hier 1991. Mhm. Und dann hat sich mit dem Trainerwechsel damals, als Thomas Schaaf das Ruder übernommen hat, die Gelegenheit ergeben. Bin ich gefragt worden, ob ich das nun machen würde. Und da habe ich natürlich zugegriffen, weil das natürlich mein Traumjob war und ist. Glaube ich gerne. Sport-Hep. Das ist eine Abkürzung, ne? HEP. Weil manche sagen HEP, HEP, oder was heißt HEP in Sport HEP? Genau, es ging damals, als das Reha-Zentrum gegründet wurde, darum, einen Namen zu finden, der möglichst eingängig ist und in dem auch der Begriff Sporttherapie vorkommt. Mhm. Also das, was wir machen, das sollte irgendwie auch im Namen enthalten sein. Und so hat man sich den Namen Sport HEP ausgedacht. Also Sport HEP praktisch. Sport HEP. Genau, man könnte darüber sehr viele sprachwissenschaftliche Diskussionen führen und würde sicherlich schnell zu dem Ergebnis kommen, dass der Name so nicht ideal ist. Inzwischen ist es aber so ein Markenzeichen geworden, dass man das auch gar nicht mehr ändern sollte. Ja, nun sehen wir ja gleich noch einen Beitrag über Ihre Wirkungsstätte. Das ist ja richtig gewachsen in den letzten Jahren. Ja, das kann man so sagen. Also Sport-Hab ist ja 1986 gegründet worden, war damals ein Reha-Zentrum mit vielleicht 10, 12 Mitarbeitern. Mhm. Und war ja zunächst im Krankenhaus St. Jürgenstraße platziert und kam dann mit dem Umbau des Stadions, mit dem Neubau der Westkurve ins Stadion, in die Nähe der Fußballer. Und dann sind dann neue Räumlichkeiten dazugekommen, neues schönes Bewegungsbad. Und es war, weil die Nachfrage da war und der Platz da war, natürlich auch die Gelegenheit, mit mehr Mitarbeitern noch mehr Behandlungen dort anzubieten. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns natürlich, bevor wir Herrn Dr. Niemanski eingeladen haben, haben wir ihm einen Besuch abgestattet. Und er hat uns freundlicherweise natürlich gezeigt, was da alles gemacht werden kann. Und Sie werden staunen, welche Maßnahmen man im Sport-Hep Werder Bremen als Patient durchlaufen kann. Samstagnachmittag im Weserstadion. Die Fußballprofis auf dem Weg zur Arbeit. Eine Tätigkeit, die bekanntlich stark körperlich betont ist. Um die Gesundheit der Hochleistungssportler kümmert sich der Mannschaftsarzt Dr. Niemanski. Unter der Woche leitet der Mediziner das Werder Sport-Hep Rehabilitationszentrum. Hier an der Westseite des Weserstadions kann sich jedermann nach den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der medizinischen Trainingstherapie behandeln lassen. Sport-
Sporttab-Geschäftsführer Dr. Götz Demanski war so freundlich, uns für Sie durch sein Reich zu führen. Das sieht gewaltig aus. Das muss ja einen richtigen logistischen Hintergrund haben und einen Ablauf haben. Ja, wir haben hier täglich etwa 200 krankengymnastische Behandlungen und dann kommen nochmal etwa ca. 100 krankengymnastische Behandlungen am Gerät dazu und dann nochmal vielleicht 50 Behandlungen im Bewegungsbad und dann noch vielleicht so 12 Behandlungen in der Ergotherapie und nicht zu vergessen auch die ärztlichen Behandlungen in der Praxis. Also es ist doch einiges zu tun und einiges an Terminen zu koordinieren. Fußballprofis am Montagmorgen. Während Markus Stier ein relativ leichtes Zipperlein plag, hat es Ludovic Magnier schwer geschlagen. Ist hier Stammgast geworden, leider. Wie fühlst du dich denn aufgenommen und behandelt hier? Ja, ist klar, dass die Leute sind da für dich die ganze jeden Tag und du kannst zweimal oder dreimal am Tag arbeiten und ist eigentlich alles okay. Das ist Profi und für uns als Profifußballer, wir wissen, dass alle Stunden zählt. Das ist nicht wie jemand, der arbeitet im Büro, egal ob er macht zwei Wochen mehr als uns, als normal. Also für einen Profifußballer zwei Wochen ist viel. Und ich denke, wenn du kommst hier, das ist ganz klar, du hast ein bisschen auch Vorteil als Profifußballer, weil du kommst nach vorne und so, das müssen wir auch das sagen. Und, aber muss ich ehrlich sagen, ich möchte gerne andere Seite des Stadions sein, in der Kabine und einfach trainieren alle Tage. Ich wünsche mir dir alles Gute, auf dass es schnell vorangeht und du die Krücken bald wieder wegstellen kannst. Danke, Ludo. Doch warum sollten so viel medizinisches Know-how und gerätetechnische Möglichkeiten nicht allen Bremern nach Unfall oder Operation zur Verfügung stehen? Und dann war natürlich auch die Frage, warum sollte man das nicht auch für normal versicherte Patienten öffnen? Erstens den Patienten auch die Möglichkeit zu geben und andererseits natürlich auch wirtschaftlich dann das Ganze etwas erträglicher zu machen. Und so kann man sagen, wenn man pfiffig organisiert, und ich denke, wir machen das, dann ist es auch so, dass unterm Strich was übrig bleibt. Weiter geht es vom Empfangsraum zu dem Bewegungsbad. Die Übungen sind ein Teil der physikalischen Therapie. Also hier sehen wir sowas wie ein Bewegungsbad im weitesten Sinne. Ja, das ist ein Bewegungsbad. Wir haben hier sehr warmes Wasser, also 32 Grad im Wasser und dann 34 Grad Lufttemperatur. Und das ist natürlich sehr gut für Patienten mit Rückenbeschwerden, für Patienten, die Probleme an den Knien oder Hüften haben, die noch nicht voll belasten können. Und das ist unser ganz großes Plus, dass wir diese Art der Therapie anbieten können. Hier sehen wir eine ihrer Patienten eisern kämpfen und eisern am Ziehen. Was genau macht die Dame? Also das Gerät heißt Zuggerät. Und wie Sie sehen, geht es hier nicht darum, irgendwie mit maximalen Widerständen irgendwelche Muskeln aufzubauen im Sinne von Bodybuilding oder Powern, sondern hier geht es darum, bestimmte Bewegungen einfach immer wieder durchzuführen, um in diesem Falle beispielsweise die Arme, den Schultergürtel und den Rumpf mit einzubeziehen. Man denkt, die Patientin arbeitet jetzt nur mit ihren Armen. In Wirklichkeit setzt sich jedoch die Stabilisierungsfunktion bis in den großen Zeh fort. Ne? Es geht durch den ganzen Körper. Und wir haben also ganz geringe Gewichtsabstufungen, sind bestimmte Vorschriften, wie so ein Gerät aufgebaut sein muss. Und auch die Haltung ist wichtig, die Patientin einnimmt, diese leichte Schrittstellung. Man kann da den Rumpf stabilisieren. Und es ist dies also jetzt im Augenblick ein Funktionstraining für Ellbogen, Schultergelenk, Rumpf und auch den Hüftgürtel, wie gesagt, bis über die Beine. Durch den Gerätepark kommen wir nun zu einer ganz speziellen Einrichtung, der Gangschule. Das ist unsere Gangschule, also für Patienten, die beispielsweise Knieprobleme oder Hüftprobleme hatten und noch nicht voll belasten können. Die erlernen hier in diesem Gang wieder das Gehen. Jetzt kann man also hier Koordination drauf trainieren. Und wenn man weitergeht, dann sieht man, dass hier also eine tiefe Weichbodenmatte kommt. Wenn man also einsinkt, Sprunggelenk muss stabilisiert werden. Dann gehen. Und weiter. Nächster Schwierigkeitsgrad, hier diese Schaukelbretter, die man hier überwinden muss, ne, auch zur Stabilisation des Sprunggelenks. Man kann es mit und ohne Stützen machen. Oder hier dann wieder eine Weichbodenmatte, die nicht ganz so tief ist, aber dafür etwas schneller nachgibt. Hier muss man auch sicher stabilisieren. Nach dem Neu-Laufen-Lernen in der Gangschule darf man sich nun im folgenden Raum in die Waagerechte begeben. Der Gruppenraum, sagen Sie. Ja, das ist unser Raum für die Kleingruppen. Sie sehen, dass also hier fünf Patienten Platz finden.
Das ist dann auch die gleiche Anzahl von Patienten, die dann auch im Bewegungsbad üben kann. Und hier machen wir unsere Rückengruppen beispielsweise. Und auch für Hüftpatienten lässt sich in Gruppen sehr gut arbeiten. Und das wird immer gerne angenommen. Es gibt so eine eigene Gruppendynamik und vor allen Dingen auch mit dieser Gruppengröße kann man auch immer noch gute Übersicht und auch dennoch individuell arbeiten und wird von den Patienten gern angenommen und ist in der Therapie sehr wirksam und ergänzt auch die Einzeltherapie hervorragend. Dann die Ergotherapie, ein Behandlungszimmer mit vielfältigen Möglichkeiten, um die Gebrechen des Alltags zu lindern. Ergotherapie ist hauptsächlich für die Patienten wichtig, die Probleme mit ihren Händen, mit den Fingern haben, mit den Unterarmen, Ellbogen, Schultern, aber auch mit Nackenproblemen. Hier kann man also insbesondere die Feinmotorik üben. Hier kann man insbesondere Arbeitsplatzproblemsituationen anpassen, also beispielsweise Computerarbeitsplätze, Leute, die Nackenprobleme haben und immer wieder ihre Nackenprobleme haben. Woran liegt das? Man kann also Arbeitsplatzhilfen für diese Computerarbeitsplätze hier entwickeln direkt und dafür sind unsere Ergotherapeuten zuständig und die machen das dann hier in diesem Raum. Das ist also ein Halma-Spiel, praktisch dieses, was man so verwendet und es ist aber darunter sind zum Beispiel auch noch Bilder und man kann da bestimmte Memory-Spiele zum Beispiel auch noch draus machen. Hier kommt es hier geht es um die Funktion des Unterarms, ne? In Pronation, Supination, so heißt diese Bewegungsart. Man muss gucken. Man muss erstens zugreifen, ne? Wenn die Feinmotorik etwas gestört ist, braucht man also größere Geräte. Man kann dann zugreifen und man muss dann diese Rotation machen. Und damit man in spielerischer Form das üben kann, dafür ist dieses Gerät gedacht. Und hier haben wir das gleiche nochmal, geht es um sehr feine Bewegungen, auch ein Steckhalmer-Spiel. Aber hier muss, diese Springbewegung zu machen, eben die Schraube vorher entfernt werden. Und dann am nächsten Ort, wo man dann hingesprungen ist, wieder eingesetzt werden. Und da sieht man, dass man also sehr viel Bewegung hat und sehr viel üben muss. Wer denkt sich denn sowas aus? Ja, das sind so Ergotherapeuten, die ja auch sehr kreativ sind und eben in ihren Beruf verliebt sind und die machen dann sowas. Also nicht Profi könnte das als Katzenklo abtun, aber das ist es nicht. Sie haben recht, das ist unser Katzenklo. Nein, nein, das ist tatsächlich warmer Kies, damit die Hände vorbereitet werden auf die Therapie. Der ist jetzt nicht warm, weil er nicht da ist, aber sonst das ist warmer Kies und damit die Hände vorbereitet werden auf die Therapie, wenn also arthrotische Finger oder rheumatische Finger schwer zu bewegen sind, dann kann man die gut vorbereiten in diesem Wärme-Kiesbett. Vielen Dank für die Führung, Dr. Dimanski. Aus dem Sport-Tab zurück ins Studio. Herr Dimanski, Mannschaftsarzt, haben Sie gesagt, ist Ihr Traumjob, war wahrscheinlich auch immer Ihr Traumjob.